So, herzlich willkommen hier im Möbelhaus Ehrmann in Zeven. Ich bin Sebastian Winkler vom Park Plaza Hotel und wir kochen heute die von Sascha Hauptenthal zur Verfügung gestellten Lebensmittel vom Edeka. Und bei mir der Thomas, der Kapitän der Gladiators. Und was kochen wir heute? Genau. Ich habe mir ausgedacht, weil ich aus Luxemburg komme, kochen wir heute Kniedeln. Kniedeln? Ja, was ist das? Genau. Das ist schwer zu erklären. Was ist das? Das ist ein Teig, bisschen ja, wie ein Gnocchi vielleicht, aber auf luxemburgische Art. Dann lass uns das einfach mal probieren. Lass uns du hast hier schon ich habe hier meine Sachen mitgebracht, genau. Dann machen eine Apfelmus dazu. Oh, super. Deswegen hier die Äpfel. Die kannst du mir schon die mal geben. Die gebe ich dir schon mal rüber. Ich hier ein bisschen Sahne Jawohl. Für eine Soße danach. Ich kümmere mich um den Teig. Deswegen Milch und Mehl. Und du hast noch Speck. Jawohl, perfekt. Für, wie gesagt, ein bisschen wichtig, eine Soße. Wichtig noch die genauen Rezepturen. Und Rezepturen sind nachher im Text unten zu lesen. Genau. So, dann sag mir, was soll ich tun? Ich würde sagen, du schneidest das in kleine Würfel. Jawohl. Und ich kümmere mich um den Teig. Sehr gut. Dann mach mal so. Let's go. Sag mal, wie wird man denn eigentlich Basketballspieler? Oh, das ist Basketballspieler. Aber bei mir war das so, dass ich tatsächlich in meinem Leben nur im Verein Basketball gespielt habe. Okay. Und das war damals so, weil ich meiner Mutter einfach auf die Nerven gegangen bin und der Basketballverein am nächsten war. Okay. Und sie mich dann einfach dahin geschickt hat. Und mir hat das so gut gefallen, dass ich nie was anderes gemacht habe. Da gehört wahrscheinlich auch noch eine Portion Glück dazu, oder? Genau, und der Ehrgeiz, das ist wahrscheinlich einfach ein bisschen Charaktersache. Okay. Und dann war ich eigentlich immer so, dass ich immer besser werden wollte quasi und immer auf einem höheren Niveau spielen wollte. Und so hat sich das dann irgendwann herausgestellt, dass ich so ein bisschen von Niveau zu Niveau gesprungen bin. Okay. Und irgendwann Profi. Aber du hast es ja auch gar nicht weit bis nach Hause, ne? Nee, das ist aber eher vielleicht ein bisschen Zufall. Also ich war auch schon weiter weg von daheim. Okay. Als Jugendspieler, genau. Da war ich in der Nähe von Ulm in Urspring. Okay, sehr gut. So, erzähl mal, was machst du denn da? Ich habe hier erstmal ein bisschen Mehl vorbereitet. Ja. Und ich kenne das so, ich mache mir immer so eine Mulde in die Mitte, ja, wo ich dann jetzt zwei Eier, vielleicht drei, gucken, wie sich der Teig entwickelt und dann ein bisschen Milch dazu und dann verrühre ich das zu einem Teig. Was hältst du davon, wenn wir noch ein bisschen Sprudel dazu geben? Das können wir gut machen, damit das ein bisschen luftig. Ja, okay, gerne, super. Machen wir. Wo ist denn hier Müll? Haben wir? Müll? Hier, dafür sind die weißen Schüsseln. Ah, perfekt. Machen wir so. Du bist ja der Chef, denkst du, das reicht hier mit dem Mehl? Zwei Eier sollten reichen, ja. Ja. So, die Eier geben ja nicht nur die Bindung, sondern die haben ja auch Feuchtigkeit. Dafür haben wir ja noch Milch da. Und die Eier geben auch eine gewisse Fluffigkeit, ne? Wenn du das sagst, ich mach das streng nach Rezept. Du machst das streng nach Rezept, okay. Gab es dieses Gericht früher regelmäßig bei euch zu Hause? Ja, oder? Das war tatsächlich so. Meine Mutter hat dann öfters mal sonntags gefragt, was mein Bruder und ich essen wollen. Und dann war die Antwort ganz oft Kniddeln. Okay. Genau. Ja, ich glaube, hier bei uns in der Nähe, bei uns in der Region sagt man dazu eher Mehlknödel, oder? Ja, genau. Ich, ganz, ganz witzig, dass man unterschiedliche. Ja, das ist ja von Region zu Region und von Dialekt zu Dialekt recht unterschiedlich. Genau, aber ja, bei uns heißt das Knödel. Oft so. In Restaurants oder so wird das oft mit so einer, wir nennen das wortwörtlich übersetzt, wäre das so eine Weinwurst quasi. Weinsauce ist auf Luxemburgisch nennt man okay. das. Und das wird oft zusammen serviert, sage ich jetzt mal. Okay. Wir machen jetzt hier die Specksoße. Mit Speck, genau. Ja. Sollen da auch Zwiebeln rein? Ja. Das wäre eigentlich ganz. Dann machen wir das. So. Du bist der Kapitän der Mannschaft. Das stimmt so, ja. Ich bin der Amtsälteste. Ich bin jetzt in meiner sechsten Saison bei den Gladiators. Okay. Und deswegen hat sich das dann
Ja, das, ein bisschen so ergeben. Das heißt, du bist auch derjenige, der die Jungs rüffelt, wenn sie nicht so laufen, wie sie laufen sollen? Ja, ich bin der, der dann auch mal, vielleicht mal das Wort ergreift, okay, wenn es mal nicht so läuft, wie es laufen sollte. Ich habe da vielleicht ein bisschen mehr Verantwortung, aber... Ja, ich denke, der Kapitän ist auch ganz wichtig für den Teamgeist, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich gucke, dass wir uns vielleicht öfters treffen und ein paar Sachen zusammen machen, damit die Teamchemie einfach stimmt. Aber ich muss auch sagen, mit dem Team, das wir haben, ist es eigentlich eine sehr, sehr leichte Aufgabe. Okay. Ich stelle mir das Team sehr Multikulti vor. Sehr ja, viele wir Kulturen, haben, die da aufeinander ja, wir haben Serben, Amerikaner, Kanadier, Deutsche. Das ist eigentlich ganz... Ganz cool. Super. Ja. Was brauchst du? Ich habe meinen Teig fertig. Ich Löffel? Die großen Löffel nehmen. Das Wasser da, was da kocht, habe ich schon gesalzen? Ist schon gesalzen. Das wäre ja meine nächste Frage gewesen. Wie gesagt, du bist der Chef. Das sieht gut aus, oder? Das sieht ganz gut aus. Hast du einen Sprudel drin? Den habe ich natürlich vergessen. So. Ich kann den auch so aufmachen. Ach, ja, genau. Perfekt. So. Mal ein bisschen Gas runter. So, das sieht echt gut aus. Ähnlich wie Spätzleteig, ne? Ja, das kommt, das geht in die Richtung. Ist ja jetzt auch nicht großartig schwer. Ich habe ein bisschen Mehl, ein bisschen zwei Eier und ein bisschen Milch dazugegeben. Gewürze, keine dran? Wenn das Wasser gesalzen ist, eigentlich kann man den Tauch auch ein bisschen salzen. Dann haben wir hier Salz und Pfeffer, was du brauchst. Ja, komm. Ich könnte mir jetzt hier gerade auch noch gut ein bisschen Muskat vorstellen. Ja. Den haben wir jetzt leider hier nicht, aber den kann man gut dabei machen, ne? Ich bin ein großer Fan von Muskat, das heißt, das sage ich nicht oft nein. Dann stürze ich mich schon mal in die Äpfel für das Apfelmus. Ja, perfekt. Und ich tue meine Knillen jetzt einzeln hier kochen. Ich nehme den zweiten Löffel. Dann kann ich das gerne. So. Greif zu. Es riecht hervorragend. Speck, Zwiebeln, alles das, was gut ist. Kann man das so schön einzeln ins kochende und gesalzte Wasser geben. Sehr gut. So, erzähl mal, was sind denn eure Saisonziele für dieses Jahr? Wir sind ja jetzt schon in der Saison. Letztes Jahr war ein bisschen komplizierter, das heißt, dieses Jahr ist auf jeden Fall unser Ziel, in die Playoffs zu kommen. Ja, das ist wichtig. Ja. Das heißt, in die Top 8 am Ende der regulären Spielzeit. Ja. Genau, und dann sehen wir mal. Man geht natürlich immer aufs Feld und will das Spiel gewinnen. Das heißt, wir gucken auch sehr von Spiel zu Spiel. Es bringt nichts, jetzt irgendwie schon 3-4 Spieltage im Voraus nach vorne zu gucken, sondern konzentrieren uns immer auf das nächste Spiel, wollen das immer gewinnen. Und wenn wir dann am Ende, wie gesagt, wollen wir auf jeden Fall in den Top 8 sein. Das ist das große Saisonziel. Die Top 8, das hört sich, das ist doch ein gutes Ziel. Ja, wie gesagt, letztes Jahr haben wir das leider nicht geschafft. Das war aber auch eine sehr eigenartige Saison, sage ich jetzt mal. Wegen Corona-bedingt, oder? Genau, wie jeder Bereich. Aber deswegen ist es dieses Jahr unser großes Ziel. Sehr gut. So, ich warte jetzt immer, bis die einfach oben an die Oberfläche kommen. Ja. Dann nehme ich die raus und dann kann ich wieder ein paar reinmachen. Okay. Ein bisschen abwarten einfach. Dann würde ich sagen, mach die schon fertig sind. Ja. Einfach mal hier drauf, genau. So, wie viele Äpfel braucht man? Reichen zwei? Ja, zwei sollten reichen. Gut, sehr gut. So, der Speck wird hier schon schön kross. Das sieht schon sehr lecker aus auf jeden Fall. Das riecht auch sehr gut. Ja. Dann machen wir jetzt ein bisschen Sahne dazu. Ja, und dann lassen wir das einfach ein bisschen köcheln, oder? Ja, sehr gut. Dadurch bindet sie auch ein wenig. So, mit Salz müssen wir jetzt hier vorsichtig sein, weil der Speck ist ja schon sehr salzig. Aber wir machen gerne ein bisschen Pfeffer dazu, oder? Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn wir was hätten, Muskatnuss, ist auch immer sehr lecker. So,
Pfeffer. So, das sieht echt gut aus. Ich denke auch, oder? Schade, dass ihr das noch nicht riechen könnt zu Hause. Aber ihr könnt es ja selber nachkochen. Wie, das kann man alles unter dem Video in der Beschreibung lesen. Genau. So. Was denkst du, wie viel braucht man für eine Portion? Knitteln meinst du? Ja. Das hängt natürlich auch ab, wie groß man die macht. Man kann die, ich weiß, meine Mutter zum Beispiel hat die immer viel, viel kleiner gemacht, als ich sie jetzt gemacht habe. Das heißt, so eine Anzahl ist ein bisschen schwer, aber so wie in meiner Größe würde ich sagen, 7, 8, 10, ja, gut. Knappe 10. So. Wir machen jetzt hier noch ein bisschen Apfelmus auf meine Art. So, und jetzt müssen wir den ersten Cut machen. Ich habe den braunen Zucker drüben stehen lassen. Sorry. Einfach weiterschnitzen raus. Ah, nee, hier steht er. Sorry. Hier steht er. Das ist bei uns hier. Das ist die Kochplatte. So, können wir ganz normal weitermachen? Einfach weitermachen, ja? Ja. Sorry. So, okay, wir machen weiter. Ich mache ein kleines bisschen braunen Zucker dazu. Dass die Äpfel ein bisschen so Karamellgeschmack bekommen. So. Rösten die ein bisschen, dass sie ein bisschen Farbe bekommen. So, was sagst du hier zur Soße? Passt das schon so? Das sieht eigentlich ganz gut aus, würde ich sagen. Perfekt. Das sieht perfekt aus. So. So. Was ich mir jetzt noch vorstellen könnte, für die Soße noch ein bisschen aufzupeppen, ist hier ein bisschen frische Petersilie. So, ich stelle das mal. Jawohl. So. Ich habe hier meine letzten Knitteln, sind am Kochen. Ist auch ein sehr schnelles Gericht, ne? Was man sich ja wirklich zwischendurch mal schnell machen kann. Ja, auf jeden Fall. So. Sind auch viele Zutaten, die man eigentlich daheim hat, also die man auch daheim hat. Ja. So, jetzt lassen wir die Äpfel noch ein bisschen kochen. Schön weich werden. Perfekt. Bisschen mit Apfelsaft abgelöscht. Man kann auch hier ein bisschen Wein nehmen oder was auch immer. Ne? Und was ich auch mal ganz gerne mag, wenn am Apfelmus ein ganz kleines bisschen Salz dran ist. Aber nur ein bisschen. Es soll nicht salzig sein. Die Tipps vom Profi hier. Jawohl. Perfekt. So, dann ein bisschen Petersilie an die Soße. Das gibt uns noch ein bisschen Frische. Ich würde sagen, wenn die Knittel fertig sind, können wir die schon zur Soße geben. Ja, das sollte jetzt auch nicht mehr ewig dauern. Ein paar Minuten. Sehr gut. Dann sieht das, nimmt das Ganze schon Form an hier. Ja, das riecht lecker. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall, ja. Ich hoffe gut. Ach, wird schon. Stimmt. So, was hältst du denn davon, wenn wir in der Zwischenzeit noch einen kleinen Salat machen? Ja, gerne. Ja? Das passt auf jeden Fall dazu. Das wäre eine Idee. Gut, dann habe ich hier ein Glas vorbereitet. Ich zeige dir mal meine schnelle Vinaigrette. Wir nehmen ein bisschen Senf. So, ein bisschen Wasser. Dann machen wir ein bisschen Salz, Pfeffer. Ich sehe schon, ich gehe davon aus, jawohl, dass da Olivenöl dazu kommt. Genau. So. Wir nehmen hier den guten Aceto Balsamico. Mach ungefähr 3 Teile Wasser, 2 Teile Essig, 1 Teil Öl. Das kann man sich gleich merken. Das ist 3, 2, 1. So, hier kann man von der Temperatur ein bisschen runtergehen. Hier kann man ganz ausmachen, das Wasser. Kannst du ausmachen, genau. Wenn ich das, so, ein bisschen Zucker. Braunen Zucker, der ist ein bisschen malziger. Jetzt darfst du einmal kräftig schütteln, bitte.
So, und dann habe ich hier ein bisschen Salat vorbereitet. So. So, das sieht doch lecker aus hier. Das sieht hervorragend aus, vor allen Dingen riecht es gut. Ja, ich tue in der Zwischenzeit hier die Knödeln zur Soße. Jawohl. Und wir müssen das Apfelmus noch pürieren. Ja, genau. Ich mache dir die mal hier rein. So, perfekt. Dann kannst du die bitte mal pürieren. Dann mache ich das. Geht? Ja. Perfekt. So, das gießen wir hier einfach ein bisschen drüber. Fertig ist unser Salat. Und dann würde ich sagen, richten wir mal an, oder? Auf jeden Fall. So, ich heb das mal so ein bisschen unter. So, du darfst probieren, bitte. Ich darf probieren. Und auch nachwürzen müssen, ja? Ich würde sagen, perfekt. Hier ist ein bisschen. Perfekt. Okay. Einwandfrei. Dann richten wir an. So. Gute Sportlernahrung. Auf jeden Fall. Ich brauche noch irgendwo einen Löffel. Jawohl, Löffel. Perfekt. Oh, einer reicht hier. Damit ich hier ein bisschen Apfelmus dazugeben kann. Dann. So, und unser Auge isst ja mit. Auf jeden Fall. Da machen wir noch ein bisschen was Grünes drauf. So. Perfekt. Perfekt, mit unserem Salat. Ein tolles Essen gezaubert in sehr kurzer Zeit. Danke dir. Und guten Appetit. Guten Appetit.